Subaru hat's erkannt. Crossover-SUVs verkaufen sich gut. Deswegen haben die Japaner den XV auf den Markt gebracht, der die Lücke unterhalb des Forester füllen soll. Die Zielgruppe besteht nicht etwa aus Förstern und Waldarbeitern, das tut sie ja eigentlich bei keinem in diesem Segment. Wie BMW X1, Nissan Qashqai und VW Tiguan will Subaru hippe, urbane Menschen und junge Familien ansprechen. Also Käufer, die nicht nur Wert auf die Funktionalität ihres Autos, sondern vor allem auf das Design und den Lifestyle-Faktor legen. Mit den hohen Radhäusern und einer Bodenfreiheit von 220 mm wirkt der XV wie ein waschechter Geländegänger. Der serienmäßige, permanente Allradantrieb mit Zentraldifferential macht auch das Fahren auf unbequemeren Untergründen möglich, falls tatsächlich mal jemand abseits der Piste unterwegs sein sollte. Für die anderen zählen wahrscheinlich eher der bequeme Einstieg, die hohe Sitzposition und das üppige Platzangebot vorne und hinten. Der Kofferraum fasst 380 Liter. Aus Platzgründen hat Subaru auf ein Reserverad verzichtet und es durch ein Reifenreparaturset ersetzt. Für den Antrieb sorgen beim XV Boxermotoren, die es sonst nur bei Porsche gibt. Subaru bietet zwei Benziner und als einziger Hersteller einen Dieselboxer an, mit dem wir unterwegs waren. Der Vierzylinder leistet 147 PS und 350 Newtonmeter und ist nur mit manueller Sechsgangschaltung erhältlich. Schon bei niedrigen Drehzahlen sorgt der 2 Liter Diesel für ordentlichen Durchzug. Das Fahrwerk ist straff abgestimmt und macht sowohl auf Asphalt als auch auf matschigen Wiesen eine gute Figur. Sehen lassen kann sich auch die Serienausstattung. Schon in der Basisversion sind Klimaautomatik, elektrische Fensterheber an allen Türen und elektrisch verstellbare Außenspiegel enthalten. In der Top-Ausstattungslinie Exclusive gibt es eine Rückfahrkamera, ein Navigationssystem, Licht- und Regensensoren, Xenonlicht, einen elektrisch verstellbaren Fahrersitz und ein Glasschiebedach. Die Preise für den Subaru XV starten bei 21.600 Euro für den 1,6 Liter Benziner. Der 2 Liter Diesel kostet mit der Basisausstattung 26.700, in der Exclusive-Version 33.090 Euro. Damit ist er günstiger als die Konkurrenz von BMW, VW und Nissan. Und darüber werden sich auch Förster und Waldarbeiter freuen.